Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei unserem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal, können wir uns vielleicht erinnern, haben wir ein paar Saboteure daran gehindert, dass sie die Maschine von Mr. Bates zerstören. Und jetzt sind wir zurück beim Captain der Guards. Vielleicht können wir jetzt zum Mr. Bates. I have removed the saboteurs that have been plaguing you. Thank the gods. I thought we would never be rid of them. Please go inside. Mr. Bates will be anxious to thank you. You have been most helpful. Jetzt könnten wir reingehen und ihn töten. Das hat uns auch XP gebracht, hoffe ich. Ich weiß, es gibt noch eine andere Möglichkeit auch. Irgendjemand hat gemeint, man kommt als Bediensteter rein. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Irgendwie irritiert mich, dass gar nichts anziehen kann. Irgendwas muss der doch anziehen können. Ich hoffe, es ist kein Bug im Spiel. So, wo sind wir? Na, ist doch eine hübsche Hütte. Achso. Wachen. Bedienstete. Das ist nicht Mr. Bates. Wahrscheinlich ist er oben. Noch mehr Wachen. Nur Seos, der ist bewacht. Noch mehr Wachen. Noch mehr Wachen, was bewachen die? Da steht nirgendwas drinnen rum. Küche. What can I do for you? Okay, der spricht nicht mit uns. So, Küche. Was ist da hinten? Oh, eine Schatzkammer. Jetzt weiß ich auch, warum die Wachen da rumrennen. Ah, und die Aufenthaltsräume für die Wache. Würde ich mal fast sagen. Die sind unlocked. Das ist auch unlocked. Da geht's runter in den Keller. Andock, das heißt, wir dürfen sie aufmachen. Ah, Bedienstetenkleidung. Keine Bedienstetenkleidung. Rose. Bist du la. Ah, nicht Character Sheet, Entschuldigung. Das kann man nicht anziehen. Gehen wir wieder zurück. Wir sind ja keine Diebe. Kann auch nicht anziehen. Interessant. Also, wir sind nur deswegen keine Diebe, weil das nichts wert ist. Ah, das gleiche für Frauen. Und leer, okay. Na gut. Was mag hier herunten sein? Ich glaube, hier unten war ich überhaupt noch nie. Ah, könnte es sein, dass irgendjemand in eine Falle gestiegen ist? Ah, da ist locked. Heavy Wood Door.
Und im Gegensatz zu oben sehen wir hier nicht alles. Wir könnten die Lockpicks verwenden. Lockpicking failed. Hast du überhaupt irgendwelche Lockpick-Skills? Oh, da war auch eine Falle. Schau dir was an. Ah, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie man reinkommt, ohne dass man sich verkleidet. Und dann kann man sich hier noch eine Uniform nehmen. Verstehe. Wenn der Applebee einen reinlässt und sagt einem von diesem Gang wahrscheinlich. Da holen wir rein. Okay, du bist nicht intelligent genug. Die Tür hier zu nehmen. Die Steuerung ist ein bisschen mühsam. Das muss ich ehrlich zugeben. Gut, dann gehen wir mal rauf. Aber den Ork hätten wir da vielleicht eh nicht mitnehmen können. Mal schauen, da ist schon locked. Ist eh klar. Die lustigen Sachen sind natürlich versperrt. Der Safe ist auch versperrt. Aber wir werden alles herausfinden. Alles. Alles. Allow me to introduce myself. Hey, er hat eine Stimme. I'm Gilbert Bates, as I'm sure you have surmised. I'd like to extend my thanks to you, sir, for putting an end to the difficulties at my factory. Ja. I've been informed that there is a matter you wish to discuss. Ich glaube, ich habe das nur auf Deutsch gespielt bis jetzt, und auf Deutsch hatte der eine ganz fürchterliche Stimme. Auf Englisch klingt er besser. Quite so, I'd like to ask you about this ring. Oh. Great gods, how did you come by that ring? Na schon. A gnome gave it to me, as he lay dying. A gnome? What manner of tomfoolery is this? Are you certain it was not a dwarf? Of course, I've never seen a skinny, beardless dwarf. Yes, I am familiar with the dwarves and their customs. Tell me, was there anything distinctive about this fellow? He had his scar over his left eye. By Alberic, I knew it in my heart. That was no gnome. It was Stenar Rockcutter. He's visibly shaken by this realization. Irgendwie hat man das in der Stimme nicht wirklich gehört. I suppose it could have been a sick dwarf. But his beard? Who's Stenar? Why would a dwarf shave his beard? Stenar was an old friend of mine. But for him to cut off his beard, by the gods, it's unthinkable. But please tell me, did he say anything to you before he died? Did he say anything about me? He said he had escaped to warn us about the evil. What evil? And where did he escape from? Ja, das hat er nicht gesagt. He didn't say. I was hoping you would know what that meant. Something horrible meant. Must have happened after I. Did he say anything else? He referred to you as a boy. Why would he do that? I do not know. Even though dwarves reckon time differently than humans, he must have realized that I am now an old man. Perhaps it is because I was but a boy when I betrayed his trust all those years ago. Ha, er hat ja doch die Dampfmaschine gestohlen, so wie der Dings, so wie der Applebee gesagt hat. How did you come to betray him? That is quite the long tale. A tale of my shame. Ja, ich hab Zeit. It is ironic that my greatest mistake is that which brought me such wealth. As a youth, I was enamored of all things dwarven.
So I sought out the nearest clan and attempted to impress them with my grasp of their technology. They laughed. Natürlich, lächerlich. Ein Mensch, der technologisches Wissen hat. It was obviously a novelty to them. A ridiculous human who had a natural bent towards technology. I suppose it didn't help that I was a mere 14 years old at the time. I became something they humored to entertain themselves. Okay. Stenar was the only one who truly called me friend in all those years. And betrayal is how I repaid his friendship. It was he who first showed me their steam engine, as he knew I could appreciate the beautiful intricacies of its design. Okay. They had left it to rust in a corner, as they had very little use for a device that would reduce the need for sheer physical power. Imagine a dwarf relying on a device to do his digging for him. It's preposterous. Warum erfinden sie sowas, wenn sie es dann nicht verwenden? Das ist dämlich. I asked him if I could tinker with it, perhaps improve on it. As I knew, this was the key to becoming truly a part of the dwarven world. I quickly devised a way to use it to power a pump for draining the mines. Mhm. Was ja durchaus Sinn macht, was, dass kein Wasser in den Minen rum ist. I fell all over myself trying to explain it to them. Laughter was, once again, their only response. I knew I had to somehow gain their respect, so I hastily sketched some schematics. Set out to prove my theory. The struggling human mining company that I brought the plans to offered me a share in their mines for the steam pump. I was ecstatic. I had not a care for their mines or their money. I desired vindication. Aber was heißt vindication? Um ehrlich zu sein, das weiß ich jetzt nicht. Anerkennung wahrscheinlich, nehme ich mal an. When I returned to the dwarves to boast of my accomplishments and be welcomed into their clan, they were gone. Okay. The inventions came quickly after that, fueled by my anger and confusion. Okay. Der ganze Clan ist verschwunden. How could they have denied me my place amongst them after all my labors? Naja, du bist zu groß und du hast zu wenig Bart. I continued searching for them in all my spare moments, but to no avail. But then, they came. The robed ones. Okay. They appeared to me late one night, and they warned me to never speak of, nor try to find the dwarves again. Still being a mere lad, you can imagine the terror that put into me. As my wealth and power grew, I shook off some of my youthful fear and hired the first in a long chain of investigators to locate Stenar and his clan. Tja, okay. None of them ever returned with any worthwhile information. Okay. Some never returned at all. Das ist nett, dass er das dazu gesagt hat. Told of vicious traps and creatures attacking them from the shadows. As word of these failures spread, it became more and more difficult to find souls brave enough to take on the challenge. Okay. Es ist nett, dass er das none of them ever returned. Er klingt irgendwie sehr final. Allerdings, with any worthwhile information, macht das Ganze etwas freundlicher. Okay, but why did he send me here with your ring? That ring would lend veracity to your tale. I gave Stenar that ring the last time I saw him. Was heißt to your tale? Er hat mir gar nichts erzählt. If only we knew what he meant by the evil. The Panari think that evil refers to someone named Aronox. I don't put much stock in religious ramblings. I'm more concerned with who killed Stenar and why, and what all this has to do with my relationship with the Black Mountain Clan. Black Mountain Clan, Schwarzberg Clan, Schwarzgebirge Clan. Hm. So was it, what is to be done now? There must be some clue left in the Black Mountain mines. I am certain of this. You seem to be a resourceful individual.
Would you be interested in searching the mines for some clue as to their whereabouts? I would make it worth your while, I can assure you. Hm. Naja, nachdem wir ja gut sind, machen wir das natürlich gern. I am anxious to solve this conundrum as well, I accept. I'd like to ask you some further questions before I commit myself. Das klingt gut. That sounds a bit too dangerous to me. Good day, sir. Könnten wir hier das Spiel verlassen? nehmen wir mal das zweite. What do you wish to ask of me? You didn't actually invent the steam engine. I have never actually claimed that I did. It was just people's assumption. I have invented any number of devices based off its principles, but I did not invent the first one. Is that not dishonest, taking credit for something you didn't do? What did you think you would happen when you sold the engine? Such is the enthusiasm, or perhaps the impetuousness of youth, that I did not stop to consider the consequences of my actions. All I could see was a way to gain the respect of the dwarves. It was all that mattered. Okay. Must be unsettling to get so much praise for the steam engine. Yes, it is, and it torments me every day. Ja, man sieht's. When the rogue ones gave me their dire warnings, and I was terrified. They were explicit that I was not to reveal the origins of the steam engine. Do you have time for a few more questions? Of course. What do you wish to ask of me? Why the need to impress the dwarves after they rejected you? You don't understand. I was orphaned at a young age. Dwarves represented everything I wanted my family to be. A tight-knit clan, and the respect I had for their brilliance with technology. I made the mistake common to youth. I thought intelligence equaled compassion. I needed to belong, to find that I had some worth. Okay, das ist sogar nachvollziehbar. You were orphaned, what happened? My mother died, bringing me into this world. I believe my father died then as well, even though he continued to exist in the world for some 8 more years. He could stand living no longer. He took his own life. Not all. But the Ben, you like that? He left me decently provided for. And with his grasp on reality becoming more tenuous each day, I believe he felt I would be safer in the care of others. The last thing he did in this life was to give me that ring. And then you gave it to Stenno. That is how much his friendship meant to me. I was devastated when he disappeared with the rest of the clan. I believe I felt more deserted and alone then than I did when my father killed himself. Mm. Of course. What do you wish to ask of me? What do you know of the recent attempt on your life? There's not much, really, as Chukka is given to overzealousness in his protection of my person. He rendered the interloper lifeless before I could question him. All he had on his person was an amulet bearing the symbol of the Molochian hand, the eye in the hexagram. The Molochian hand? They were a religious order of assassins some 500 years ago. Rumors of their continued existence surface periodically, but are usually proven to be hoaxes. I figure okay. This for a new group trying to adopt some of the prestige of the name. Die Amulette haben wir auch gefunden. They seem to be Just after me as well. For both our sakes that they are mere pretenders to the name, then. I would be loath to have the authentic Molochians out for my blood. Why do you suppose they tried to kill us? But I am beginning to believe they are behind Stenna's death. This all seems to be pointing to my involvement with the Black Mountain clan, doesn't it? That is why I feel it is imperative to find out their fate. Our lives seem to be dependent on it, in fact. Some of our lives might more than others, huh? Yes, it would seem I am well protected here. However, the more staff one has,
the easier it is for one of them to be bribed or replaced with an assassin. Also, my notoriety keeps me a prisoner in my house. They will always know where to look for me. You, on the other hand, can blend with the crowd, so to speak. Of course. What do you wish to ask of me? Why do you suppose the Molochian hand tried to kill us? I do not know, but I am beginning to believe they are behind. Haben Sie das schon gefragt? This all seems to be pointing to my involvement with the Black Mountain Clan. Of course. Ja, ja. What do you wish to ask of me? Can you tell me about your business? Well, as you know, I am the foremost manufacturer of steam engines in Arcanum, virtually without competition. I am working on a prototype for a smaller, more efficient engine right now, as a matter of fact. I also have various interests in other technological endeavors. Okay. How have you devastated your competition so? Do you have any labor difficulties in your factories? Die Orks. It is not much of an accomplishment when old Cedric Appleby is your chief competitor. Poor Cedric. Always was a bit of a blundering fool. I really wish I could have convinced him to come work for me. Why, I mean, he's such an idiot. Cedric and I were close friends when we were children. He was furious that I wouldn't introduce him to the dwarves. Can you imagine? I had a difficult enough time gaining their respect without his simple-mindedness. After I invented the steam engine, he began to despise me. Strangely enough, I wish he was still my friend some days. Of course. But you, so, as you know, ich spiele das mit den, manufacturer of steam mit den Factories. You're not a labor sympathizer, are you? I can assure you, my workers are happy to have the jobs I give them. I treat all orcs, true blood and half-breed alike, better than any other factory owner. Of that I can assure you. Na klar. Let me be curious. I'm sure you believe that, you racist oppressor. Ah, das wäre vielleicht nicht so gut. Ja. I can understand that. All the talk of labor difficulties and protests in all the journals. But in answer to your original question, I believe that I am fortunate to have been spared a lot of the problems others have been experiencing with their workers. I do believe it is because I treat my workers better than most. Why, their working conditions are almost human. Almost human is super. Das ist schon sehr selbstkritisch, beziehungsweise sehr zynisch, dieses Spiel. If I may, I have a few more questions. I can take your pomposity no longer. Death to the bourgeoisie. Das wäre cool. Sollen wir ihn umbringen? Nein. What do you wish to ask of me? I've decided to explore the Black Mountain Clan mines for you. Splendid. Here, let me mark your map with the location of the Black Mountain mines. I am certain there must be some clues to be found there. Ich nehme mal an. Return as soon as you have found anything. Ich nehme mal an, wenn man ihn umbringt, findet man diesen Black Mountain Clan trotzdem irgendwie. I shall return with the. Vielleicht sollte ich das nochmal spielen als Arbeitskämpfer, als Mechaniker oder sowas in die Richtung. I shall return with the information you have requested. Oh, one more thing. I would like to purchase my ring back from you. I'd give you 200 coins. It would mean quite a bit to me. My father gave it to me before he died. Certainly, here it much is. Obliged. I will speak with you when you return. Good day to you. Der ist suspicious, ist ja super. Ja, da hinten sind so Wood-Chests. Da wäre sicherlich irgendwas drinnen gewesen, was uns gezeigt hätte, wo
haltbar ist. Allerdings frage ich mich, ob wir das überhaupt geschafft hätten. Da sind nämlich Guards auch noch. Und wer weiß, ob die von draußen auch reingekommen wären. So, der Ring ist weg. Search the minds of the Black Mountain Clan for clues to their whereabouts and report back to Bates. Okay, jetzt gehen wir noch einmal in diesen Herrenclub rein, weil wir haben ja diesen Auftrag mit den hey, wir haben da oben einen Punkt gekriegt. Mit diesen Zwillingen gekriegt und da war irgendein Typ drinnen, den man auf das Grab ansprechen konnte. Und jetzt, nachdem wir den Auftrag haben, vielleicht bringt uns das näher an diesen Mini-Auftrag. Das ist irgendein kleiner Auftrag, da bin ich mir sicher, der auch noch ein paar Erfahrungspunkte bringen kann. So, wo war denn das? Der Herrenclub, der war irgendwo da oben. Warum braucht der Computer so lange zum Rechnen? Ich meine, das Spiel ist uralt. Das verstehe ich echt nicht. Na gut. Lauft mal, Kinder, ich gehe was trinken. Also neben diesem Spiel kann man sehr gut essen, trinken, Zähne putzen. Geht sich alles locker aus, während die von A nach B rennen. Das dauert immer urlange. Dem Ork müssen wir trotzdem irgendeine Rüstung organisieren. Aber wir können irgendwann mal auf Barbaren stoßen. Vielleicht kann er diese Barbarenrüstung anziehen. Oh, wir sind erst bei der Vermilion Station. Ah, da ist der Typ, zu dem wir kommen sollen. Nach 5 Tagen sind 5 Tage schon um. Das Geld für die Madame Lidl, das habe ich auch total vergessen. Sprechen wir zuerst mit dem hier. Keine Ahnung, ob die 5 Tage schon vorbei sind. How do you do, my friend? Hello, Ronald. I've come for the coin. I told you it would be the 5 days before I got paid. I haven't got it yet. Ah, okay. Na gut. Also 5 Tage sind noch nicht um. Sind also noch nicht so lange in der Stadt. Naja, gut, andererseits, wir rennen nur rum von A nach B. Ab und zu warten wir allerdings auch. So, da in den Gentleman's Club. Da war das drinnen. Also müssen wir sowieso in die Richtung, wenn wir aus der Stadt raus wollen. Was ist locked? Might I go in for a drink? Of course, sir. We only ask you... Conduct yourself in a gentlemanly manner. Allow me to open the door. Please enjoy yourself. Ja, super, man muss ja immer mit dem Typen vorher reden. Das war dieser Typ hier. Sir Matt de César. The smell of alcohol coming from this fellow fairly gags you. What? What is it? Who you be? Who might you be? He looks at you intently, unsuccessfully attempting to focus on you. Why, I'm the Honorable Sir Matt de César. Acquire. Okay. Dann vielleicht doch nicht. Müssen wir vielleicht noch einmal zum Friedhof?
Apropos Friedhof, ich habe die Schaufel deswegen gekauft, weil man Gräber aufgraben kann. Finde ich ziemlich cool. Ich meine, nicht ob es wirklich cool ist, aber tun können wir es auf jeden Fall. This lock on this door is missing. And it appears. What would you have me? Ich wollte dich gar nicht. Ach, good day to you. Ich habe dich nicht angeklickt. Da ist nichts mehr drinnen. Da haben wir dieses Ding hier gefunden. The cover of this matchbox reads: Wizard of Wellington, the finest gentleman club in all Tarant. Verstehe ich nicht. Ich weiß, dass das einen Nebenauftrag geben muss. Und wir hatten doch schon mit dem Typen gesprochen darüber. So, lass mich doch nochmal rein, bitte. Ach ja. Kann man das dem Typen geben? Nö. Okay. Vielleicht sollten wir auch zu dem Typen in der Universität gehen und dem sagen, dass wir die Dings nicht gefunden haben. Oder warte mal. Mir fällt gerade was ein. Haben wir ihm das vielleicht sogar schon gesagt? Except mention, the phrenologist wants you to bring him the skulls of the Renars Siamese twins. Nein. So haben wir angenommen. Verstehe ich nicht. Na gut, soll sein. Lasst uns Tarant endlich verlassen. Ich glaube, das waren jetzt 7 Folgen, die wir in Tarant waren oder noch mehr. Ein bisschen Dungeon Crawling wird uns gut tun. Okay. Zu weit. Zum Ende der Brücke. Obwohl das Spiel hat eh implementiert, dass man auch schneller reist. Man könnte nämlich die U-Bahn nehmen, im schlimmsten Fall. Das wäre vielleicht auch nicht so dumm gewesen. So, in diesem Bereich der Stadt waren wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon rein können. Ich weiß, diese Stadt ist... Dieser Teil der Stadt ist nämlich die Slums. I would not enter the boil if I were you, sir. Why not? Was?
Ich glaube, ich habe nicht why not angeklickt. Das ist der Boil in there. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. I would not expect someone of your inexperience to last more than a few moments in there. I see. I will take my chances. Thank you very much. Thank you for the warning. Dann bleiben wir halt heraus. Was mit da? If you enter the boil, you are doing so at your own risk. Do you not expect any help? Okay, das nächste Mal, wenn wir in Tarant sind und wir kommen wieder nach Tarant, ich verspreche euch das. Da hätten wir herfahren können. Ach, das wäre klug gewesen. Naja. Und raus aus Tarant. So, da haben wir einen Altar von Torg. The Lair of Belerogrim. Warte mal. Ah, ich würde mal sagen, da sind die Black Mountain Mines. Gehen wir mal zuerst dorthin. Weil... Na, warte mal. Wir schauen uns zuerst dieses Götterding an. Das Pamphlet? Nein. Oh, fürchterlich. Wir haben das Götterding. Du wahrscheinlich. Oder auch nicht. Du? The Pagan Gods of Arcanum. Okay. Ja, Torg war das, gell? The Lesser Gods. TL, Gestiana, Alberich, Makaar, Bolo, Curlin, Shaka, Torg. To the altars of Torg, the ogres bring rubies, a symbol of the fierce heart with their god. Within their god. Okay, wir haben keine Rubine. They believe these offerings bring them increased vitality and strength of body. Hm. Okay. Das heißt, wir werden dort nicht hinfahren. Wir haben es sowieso nicht. Dann fahren wir gleich zum Black Mountain, zu den Black Mountain Mines. Stop, Elf. You won't live? You give us coin 200. Hm. Der trägt eine Rüstung. And if I won't pay, give us coin or die. Hmm. Der hat eine Rüstung für unseren Liebling. Das heißt, wir kämpfen. So, denn mit der Rüstung werden wir... nicht in die Dings stellen. Au. So, schauen wir mal. Okay, unsere Kampffertigkeiten müssen wir noch verbessern. Hey, ich bin Scar, das taugt mir aber gar nicht. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich zu irgendeinem Doktor, der mich heilt. Das macht nämlich auch einen Charisma-Malus. Ah. Gibt es nur Dinge, die mich schiercher machen? Ach so, warte mal. Mist, das war ein Fehler. Nein! Na Gott sei Dank.
Wir scheinen es zu überleben. Und aufgestiegen sind wir auch. So. Okay. Immerhin Gold hat er. Red Barbarian Clothes. Und ein Schwert. Kannst du das anziehen? Ja! Sehr gut. Noch ein Schwert. Und eine Rusty Axe. Soll ich das Zeug wirklich mitnehmen? Nö. Okay. Ich nehme mal dieses Zeug in die Hand. So, du hast eine Rüstung. Jetzt bist du nicht mehr halb nackt, nur noch ein wenig nackt. Na gut, dann lass uns steigen. Na super, wir haben schon wieder Charisma verloren. Und Beauty. Na gut, soll sein. Das mit der Beauty kann man nichts machen. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen zaubern lernen. Strength of Earth. So, was braucht denn das? Willpower 12, okay. Wir könnten Purity of Water nehmen. Dann wären wir schöner im Gespräch mit anderen Leuten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so notwendig ist. Jetzt fahren wir nämlich zum Kämpfen. Shield of Protection. Vielleicht sollten wir solche Sachen machen. This spell creates a deflective energy screen about the target, increasing its armor class and resistance. Hm. Lightning Bolt. Und Disintegrate. Hm, das ist eigentlich keine schlechte Sache. Was kann Mantle? Charm. This spell causes the target to be friendly towards the caster if a save is not made. Hm. Ja, das ist aber riskant. Resist Magic, Disperse Magic, naja. Hardened Hands. This spell makes the hands of the target creature do more damage. Weaken. This spell weakens the substance of the target, reducing its damage resistance for the duration of the spell. Hmm. Flesh to stone. Polymorph. Das ist lustig. Charm Beast Entangle. Hm. Licht ist nicht schlecht. Ich glaube, wir werden tatsächlich den Shield of Protection nehmen. Wir werden so oft irgendwie getroffen von irgendwas. Wir müssen unseren Rüstungsschutz erhöhen. Gut, meine Lieben. Lasst uns weitergehen. Vielleicht gehen wir dann, wenn wir zurückgehen, über Shrouded Hill, weil dort gibt es einen Arzt, der kann mir hoffentlich die Scar wegmachen. Ah,
It looks like this is the end of you. No one escapes the Molochian hand. It would have been better for you if you had not survived the crash of the Zephyr. I don't know what you're talking about. If you're going to try to weasel your way out of this, like the coward you are, perhaps you shouldn't have shot your mouth. You shouldn't have shot your mouth off to the newspapers, eh? Blimp crash survivor. Okay. Wir können nur zwei Zauber gleichzeitig aufrechterhalten. Machen wir uns geschickt. Und machen wir uns ein Shield of Protection. Na bitte, schaut doch ganz gut aus. Warte mal. Ah, der ist schon ziemlich hinüber. Good show, sir. Wir sollten unsere Melee-Fähigkeiten auch verbessern. Ja, besondere Helden sind die da ja nicht. Sehen wir wieder was. Ah, diese Robes, die können wir da lassen. Diese Amulette, oh, mir ist genug. So, Blade kannst du kalten. So, der Rusty Maze, frage ich mich. Na gut. An dieser Stelle, Herrschaften, werden wir... Nein, wir fahren zuerst fertig zu den Black Mountains. Und dann hören wir auf für heute. Wenn wir dort sind. Sollten wir jemals dort ankommen? So viele Tage. Ich hoffe, wenn wir zurückkommen, hat der Typ sein Geld. Er hat das sicher dann schon wieder verspielt. So, der Eingang zu den Black Mountain Mines. Auch nicht schlecht. Falsch. Achso, da gibt es kein Bild dazu. Na dann, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.